Eine ziemlich neu aussehende Röhre aus dem Boden ragen. Greifen sie hinein, erhalten aktiv die Röhre, doch plötzlich fangen die Pilze im Röhrenwachs an, sich zu bewegen. Aha. Hier, ich habe ein Feuer. Das soll doch helfen gegen Pilze, oder? Feuer, ja, das hilft. Biss. Was macht der so? Ist vergiftet und krank, großartig. Dem Tode nahe natürlich nur. Schlägst wie ein Halbling. Nicht so die Fresse aufreißen, ne? Das macht man erst nach dem Kampf normalerweise. Ja, komm. Der hält das aus. Und tschüss. Was hab ich denn jetzt wieder bekommen? Gut, der Einsicht. Fetische Schlange. Ne, süße, ist mal fetisch zu meiner Schlange. So. Diese hässlichen Bäume auch wunderbar. Eine riesige Riese stellt euch in den Weg. Könnt ihr es wagen, mein Territorium zu betreten? Ich flange einen Weg, so auf jedes paar Beine. Tut so, als hättet ihr keine Beine. Klingt gut. Helden fangen auf, wieder hinten zu laufen und täuscht vor, keine Beine zu besitzen. Denkt ihr, ich bin behämmert? Wieso frecher soll ihr meinen Zorn zu spüren bekommen? Ach, schade. Hätte ja funktionieren können. Will ich erst den Riesen töten? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann ihn nicht töten, weil ich ihn nicht töten kann mit einem Schlag. Stampfen ein. Ja gut, tot. Macht echt viel Schaden. Oh, er ist befallen. Soll ich das jetzt ganz schnell mal beenden? Er absorbiert das natürlich. Wie könnte es anders sein? Befallen und krank. Jetzt wird es langsam echt Zeit. Danke. Sonst kriege ich da noch massiv Schaden durch die Befallenheit. Heilung, Party, 11. Na toll, Immunität, der hat das schon. Sie hat das schon, er hat das schon. Brauche ich nicht mehr. Moment, was macht das andere da? Fate plus 8. Der macht dir nur Fate plus 4. Und das ist auch nochmal besser. Haha. Dann bleibt das so, aber es wird insgesamt besser. Gut. Nehmen wir es so. Verbesserung, auch kleine Summe mitnehmen. Schon wieder die Möhre. Ja. Okay, esse ich sie. Ja, scheiße, wo dein? Ich habe mich geirrt. Ich war die ganze Zeit an der Möhre. Großartig. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich eine erlöst habe oder gar keine. Scheiße. Erstmal fett verschlucken beim Trinken. Selbst zum Trinken zu blöd, großartig. Ihr habt ihn gezeigt? Ha, danke, zum dafür seid ihr nützlich. Scheint mir, habt ihr auch mein Glückchen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch etwas überraschen kann, aber ihr habt es geschafft. Weil es ja gar nicht so nervig wie die anderen hier. Hier, nehmt dieses Ding, das ich fand, bevor die Monster überfielen. Bekomme ich denn? Geerdete Gottes Winde. Habe ich schon so mit ihm wieder? Die Leute starren mich schon wieder an. Der Grund ist bestimmt nicht mal super duper Laune. Warum geht ihr nicht einfach weg? Wenn ihr Freunde sein wollt, vergesst es. Da habe ich keine Lust drauf. Eigentlich habe ich auf gar nichts Lust. Am besten lasst ihr mich einfach allein. Ich habe gerade wirklich gesagt, Mist, früher brachte ich alle zum Lachen. Aber wer kümmert sich bitte um meine Laune? Nichts auf der Welt, all diese Rache. Ihr kann die Toten mir nicht wiedergeben. Ach, verzieht doch einfach. Lieber, ich bin nicht ein grauer Clown, sondern ein Wandelskristief wie Captain Capslock. Junge, was geht? Entschuldigung, ich schwarz vom Rauch bin. Ich komme gerade von meinem Kumpel im Schmied. Helfen wir seine Schmiede, wisst ihr? Als vorhin mal kann ich ziemlich gut mit Flammen und Zeug umgehen. Also bin ich in der Schmiede für die Sicherheit zuständig. Größte Gefahr ist sein Bart. Er will sich einfach nicht davon trennen. Habt ihr das Teil gesehen? Ich sag's euch, das Teil ist ein Mordsfeuergefahr. Mit all den Funken und so, das ist total crazy. Aber nö, er will ja nicht, sich ja nicht rasieren. Naja, solange er mir dafür bezahlt, dass sein Bart nicht abbrennt. Immerhin hat er gefallen mit meinem Tabak gefunden. An meinem Tabak. Mit meinem. Ach, leck mich. So was kann diese Gürtel. Sehe ich fett aus mit dem Gürtel? Ja. Wobei, der hat Immunität gegen Betäuben, aber sonst nichts, ne? Das ist ein bisschen dünn. Helden von damals. Jeder Leute, ja, ihr. Werdet ihr bereit, einer alten Frau zu helfen? Ihr liegt schon auf der Seele.
Bei Stadt 1 durch diverse Quellen zusammen mit meinen Gefährten, aber da war ich noch viel jünger als jetzt. Letzte treue Film über Geralt, aber ging damals den letzten Monster gegenüberstanden, hat es ihn erwischt, könnte die Beine bergen, ich würde ihn gerne anständig bestatten. Warum rede ich so scheiße? Ich habe keine Ahnung. Es freut mich, der Held unterwegs noch ein bisschen Manieren besitzen. Ja, das hatten wir schon, wo bist du? Das kleine Mädchen hat vor der Erscheinung angeschüchtert. Scheint nicht mit euch reden zu wollen. Lass uns was töten. Wie wär's mit dem kleinen Mädchen? Ja, was? Ich töte keine kleinen Mädchen. Das ist gelogen. Die meisten Spieler lassen mich einfach nur nicht. Aber es gibt Spiele, die lassen das. Zum Beispiel Fallout 1 und 2. Nette Sachen. So. Das ist alles Schrott. Das hat eine 6 hier stehen, das hat eine 5 hier stehen. Das hier hingegen hat eine 7 hier stehen. Dann kaufen wir mal das und das kommt weg. Wahrscheinlich kaufe ich jetzt wieder die völlig falsche Ausrüstung, aber... Details. Mache ich ja immer. So. 105, 116. Nicht so pralle. Das sind alles so Zeug, das ist eher was für ihn. 97. Da das eh nur 20% die Wahrscheinlichkeit hat. Und hier ein 4 Force drauf ist, nehmen wir mal das mit. 104. Ja, warum nicht? So, rüsten. Ladida. Rüsten wir mal aus hier. Bisschen was muss man hier wechseln. Wobei, warte mal, jetzt hat er ja Feuer dabei, ne? Das macht halt immer noch rasend. Wir machen es mal so. Wer bist denn du? Eva. Das Mädchen scheint euch nicht wahrzunehmen. Achso, das hatten wir schon, ja. Ab in die Bibliothek. Ich nehme nicht an, dass du heute Bücher hast. Natürlich nicht. Kämen wir denn da hin? Nein. Ich bin nicht überzeugt. So, go, los geht's. Wir verschwenden gar keine Zeit. Sie hat eine verrottene Hand aus dem Boden lagen. Sie scheint ein wenig zu wiegen. Zieht sie raus. Und er greift an der Hand, versucht sie rauszuziehen. Es klappt, doch plötzlich wird euch klar, dass ihr soeben ein Zombie aus seinem Grab befreit habt. Herzlichen Glückwunsch, ihr hört ein Stöhnen. Das ist ein Porno-Zombie, ist. Gucken wir mal, was der Bogen so macht. 101 verwundet nur, okay. Alles klar, ich habe hier noch eine Axt, wie sieht denn die aus? Die verwundet auch nur, so ein Mist. Stinkt nach Trollarsch, überrundet mich wenig. Sollte eigentlich nach Verwesung stinken, aber okay, Details. Töten wir sie. So. Fertig mit Trinken. Jetzt muss ich aufs Klo. Großartig. Ist jetzt nicht so, als hätten die ernsthaft irgendwelche Fähigkeiten, die einem... Was macht das überhaupt so einen Schaden? Reicht auch nicht aus. Ich habe hier noch ein Schild. Ich schlage trotzdem mit dem Schwert zu. Er hat ein Rundschild. Wie ein Ambassador, oder was? So, töten wir den jetzt endlich mal bitte, danke. Halten viel aus, machen aber nicht. Nix. Aufstieg. So, mehr Glauben. Zu dumm, dass sie alle weiterhin dumm wie Brot sind. Auch schon wieder eine Möhre. Okay, essen wir sie nochmal. Ah, ihr seid drauf reingefallen. Bald wird ihr geschält und gegessen. Und endlich werdet ihr unsere Qual kennenlernen. Oh, okay. Ich wusste nicht, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt. Ich glaube aber nicht, dass ich hier groß irgendwelche Qualen kenne. Ins Auge stoßen ein. Jetzt wieso soll ich die mal meine Möhre wohin stoßen? So. Gemüsehieb.
Oh mein Gott, all diese Vitamine, wie tödlich. Halt, Moment, nein, ist es nicht. Also, mache ich bei ihm nochmal live? Ach nee, komm, mach mehr Stärke. Erhöhen wir die Stärke noch mehr. Er ist so mächtig. Er kann 2 Ananasscheiben heben. Was? Ach, mitten auf der Straße. Gießen wir seasonales Wasser rein. Ihr bekommt 1 XP für jede getötete Ameise, obwohl er eine große Gräueligkeit gegen die Natur geübt hat. Fühlt ihr euch schon schlecht? 60 Ameisen. Erscheint mir unrealistisch. Sind da nicht mal ein paar hundert oder so in einem Baum? Gut, kommt vielleicht auf die Ameisenart an. Gibt ja so Ameisen, die bauen da eben so einen halben Meter hohe Hügel. Blasphemie. Ich glaube nicht, dass das Wasserelementar stark schwach gegen Feuer ist. Tode nahe. Schneidende Äste. Ich schneide gleich deine Äste. Ich teste es einfach mal. Ineffektiv, war klar. Ach, Rusalka soll das sein, ja. Habe ich schon gehört, ja. Muss man die nicht erlösen, indem man sie küsst oder so? Waren das nicht irgendwie so Tote und die muss man küssen? Ich weiß nicht mehr genau. Heilen das Wasser. Die kann sich heilen. Sie brauchen niemanden, der sie... Er ist verflucht, richtig. Hab's vergessen. Es blinkt hier die ganze Zeit, aber ich hab's trotzdem vergessen. Muss man auch erstmal hinbringen. So, schlag sie tot. Bin nicht sicher, ob ich den Kopf wirklich will. Ich glaube nicht, ich schlag sie einfach tot. Was ist das? Das ist wieder für Magier. Toll. Der Fuck ist das denn? Der Kai von Bab. Liebe Entwickler, was habt ihr geraucht? Ernsthaft? Er ist krank. Ich bin auch krank im Kopf. Was? Nein. Setzt Fluch ein. Ist der Fluch? Na, großartig. Okay, heil mal halt mal. Nicht, dass das gerade notwendig wäre, aber hey. Haha, kannst mich nicht verwirren. Ich bin unverwirrbar. Worum geht's da nochmal? Hab vergessen. Was? Ich bin verwirrt. Wie? Hä? Gemüse. So. Boah, jetzt Gemüse, ne? Komme ich jetzt auf Gemüse? Ich hab keine Ahnung. Verwirrend. So, dem Tode nahe. Das klingt schon mal gut. Da ich mir beim Schild aber nur bedingt Schaden mache, heile ich halt nochmal, weil sie macht auch nichts anderes. Und dann ist sie tot. Ich habe sie erlöst von ihrem Fluch. Hüppel der Frömmigkeit. Schrott. Weiter. Da, Fuck. Faulixe. Oh, wie nick. Was soll das sein? Und ist schwach gegen Feuer. Oh, geht. Ach, großartig. Genau so habe ich mir das gewünscht. Und was soll das da sein? Ist das so eine Art Loch, wo Augen rausgucken? Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie merkwürdig. Dem Tode nahe. Und er ist auch bald tot. Was hat er eingesetzt? Samenstreich? Was? Moment, das habe ich jetzt gerade falsch gelesen, oder? Da stand nicht wirklich Samenstreich. Töten wir das Ding da mal. Das ist super, das einmal alles. Die habe ich noch gar nicht angegriffen. Egal. Ich kann eh mehr heilen, als er verliert. Fügung. Oh, großartig. Tode nahe. Oh. Oh, scheiße. Fuck, jetzt bekommt sie keine Erfahrungspunkte, wenn ich es jetzt überhaupt noch schaffe. Nein, es gibt keine Möglichkeit, sie jetzt während des Kampfes zu heilen. Scheiße. Das ist echt scheiße. Ineffektiv, aber es reicht, um sie zu töten. Schemenstreich, irgendwie sowas.
Schelmenstreicher, ah. Ist jetzt scheiße, dass sie tot ist. Natürlich genau einen Erfahrungspunkt, einen Lebenspunkt mehr als sie hatte, statt einen weniger. So ein Dreck. Jetzt wird es problematisch, ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Es wird jetzt... Ich kriege erstmal noch mehr Glauben. Hm. Dann wächst du dieses Mal dieses Ding ganz vorne. Seltsame Fügung. Hallo? Scheiße. 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 Es sollte Items geben, mit denen wir die auch im Kampf irgendwie wiederbeleben können. Das wäre ganz toll. So, ja, entfernen wir gleich wieder das Bluten. Vor allem, weil ich jetzt immer heilen muss, jede Runde. Jede zweite Runde. Details. Weil, was hat er für Skills? Ja, die sind auch alle. Ja, komm. Erlösen wir ihn von seiner Blutung. In der Regel Blutung, was? Ich glaube, das würden sie auch manche Frauen wünschen. Und tschüss. Ja, kollegieren wir gleich wieder. Ich kann ihn nicht bluten lassen. Ich muss ja heilen. Und ich kann die Bücher auch nicht weglegen. Jetzt schon mal gar nicht. Das wäre ja völlig Wahnsinn. Soll ein Wiederbelebenszauber oder sowas geben. Ich könnte ihm ein Buch geben, aber das setzt halt irgendwie Intelligenz voraus und das ist nicht so wirklich sein Ding und außerdem auch noch mehr von den Dingen. Das Überleben natürlich einen Schlag. Ja, brauchst du nicht, aber... Weil er sich gerade selbst verwirrt. Was? Hat er gerade zweimal gegriffen, was? Hey? Kompliziert, egal, schlagen wir sie alle tot. Ich muss natürlich zweifeln. Ja, toll. Was willst du damit? Ach, das willst du damit erreichen. Verstehe. Das ist nicht so nett. Könnt mir das bitte lassen? Das wäre echt nett. Egal, er ist immun gegen Verwirrung. Das ist schon mal viel wert. Sonst wäre ich jetzt schon tot wahrscheinlich, weil er sich irgendwie mit einem Schlag den Heiler umboxt. Ja. Muss hier jetzt gestorben sein. Es passiert wieder ein Haufen Erfahrungspunkte. Ja, toll. Ich hasse es. Das wäre was für... Nein, das ist für niemanden irgendwas. Nee, nicht so wirklich. So was für ein Magier, aber ich habe keinen Magier. Magier sind überbewertet. Hey, der hat einen lustigen Kopf dabei. Unversehrt? Ich habe den gerade 100 und... Unversehrt, nach 112 Schaden. Na, großartig. Oh Gott, wie töte ich die denn jetzt? Den Feind teilen? Nein. Kann man nicht irgendwie... unter diesem Knopf können sie dann das Item wegwerfen mit der nackten Faust weiterkämpfen. Okay. War das Wunder? Segen des großen Erbauers. Ich segne euch. Benutzen wir das einfach mal. Ah, 16 Runden.
Nee, man, hätte ich eben mit ihm? Ich weiß nicht. Dem Tode nahe, hey, toll. Bluten, der, das heben wir lieber mit auf. Das Segen hat es jetzt so richtig gebracht, glaube ich. So richtig überhaupt nicht. Wie der Heiler fast so viele Lebenspunkte hat wie mein Krieger. Was soll denn der Mist? Das mache ich falsch. Alles. Wie immer. Ja. Der Boss wird eine Freude werden. Aber so richtig. So, ineffektiv. Ja, 32.